Meine lieben Schwestern und Brüder, das Wort des Evangeliums der zweiten Weihnachtsmesse, kommt, wir gehen nach Bethlehem, transe amus usque Bethlehem, hat ein so vielfältiges und warmes Echo gefunden in den Liedern, die wir in dieser Zeit, in den nächsten Wochen singen werden. Was geschieht, wenn wir so singen? Wir finden sozusagen mittels eines solchen Liedes, wir haben das eben noch vor dem Benediktus gesungen, in den Laudes, mittels eines solchen Liedes finden wir ins Evangelium hinein. Wir haben in der Nacht über das Suchen nachgedacht, über die Wege der Suche. Jetzt wird gefunden. Eine Voraussetzung dafür ist, aufzubrechen. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir machen uns die Haltung der Hirten zu eigen. Papst Benedikt hat vor vielen, vielen Jahren schon in einer Predigt zwei Eigenschaften der Hirten hervorgehoben, die ich heute Morgen an diesem Weihnachtsmorgen mit Ihnen teilen möchte, weil es sowohl für das Aufbrechen wie für das Finden offenbar zwei wichtige Voraussetzungen gibt. Die Voraussetzung zu wachen und wie die Hirten wachend auf freiem Feld lagern, also äußerlich ein Stück unbehaust zu sein, frei zu sein, nicht Blei an den Füßen zu haben. Die Hirten lagern auf freiem Feld und sie wachen. Wenn uns das geschenkt würde, ein wachsames Herz und frei von den Dingen zu sein, zumindest mehr frei von den Dingen zu sein, dann könnten wir wirklich die Füße unter die Arme nehmen und nach Bethlehem aufbrechen. Vieles blockiert und hindert uns. Weihnachten lädt uns neu ein, aufzubrechen. Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. In dieser Aufforderung, die wir uns im Lied zu eigen machen, liegt noch etwas Tieferes verborgen, auf das auch Papst Benedikt damals hingewiesen hat. Er geht aus an einer Stelle im Jakobusbrief, wo es bei den Reichen heißt, sie füttern ihr Herz. Und von den Armen, die getröstet werden, sie stärken ihr Herz. In dieser Gegenüberstellung des Jakobusbriefes liegt ein Hinweis auch auf die Haltung der Hirten und auf unsere Haltung. Wir sind vielleicht nicht mehr so ganz einfach wie die Hirten. Wir gehören zu den, wie Josef Ratzinger damals sagte, komplizierteren Seelen, die gern noch einmal nachfragen und die auch zuweilen zweifeln. So sagt er, komplizierte Seelen wie vielleicht Augustinus. Aber es ist gut, dass nicht nur die Hirten zur Krippe gekommen sind, sondern auch so komplizierte Seelen wie die Weisen, die sich auf andere Weise auseinandersetzen und auf andere Weise aufbrechen, aber hinfinden. Genauso wie die Hirten. Es gibt um Weihnachten viele Diskussionen, aber dieses Hin und Her von Argumenten hängt mit der Fütterung der Herzen zusammen. So findet man nicht zu Weihnachten. Das Herz stark machen, das geht so, wie es die Kirche seit 2000 Jahren beinahe tut. Im Blick auf Weihnachten. Sie diskutiert nicht um Weihnachten, sondern sie betet, sie singt. Das scheint ein ganz wichtiger und ein ganz eigener Weg zu sein. Auf unsere Fragen, die wir haben und die wir mit zur Krippe bringen, die wir auch jeweils neu in das Weihnachtsfest hineintragen, auf unsere Fragen sollen wir nicht gescheite Antworten geben, sondern in die Haltungen hineinfinden, wie sie das Evangelium ausbreitet. Zu singen und zu beten und es schließlich Maria gleich zu tun. Sie bewahrt alles, was geschehen war und bewegt es in ihrem Herzen. Aufzubrechen, durch das Gebet und die Lieder das Herz zu stärken, zu wachen, und frei sein von den Dingen, lässt uns hin zur Krippe finden, um dort dem zu begegnen, der unerhört groß, eigentlich unerreichbar ist,
und der sich anschauen lässt in jenem Kind von Bethlehem.